Hallo liebe Leute, sind wir wieder und heute gibt's mal kein Kochvideo, sondern wir machen einen Food Haul und zwar machen wir einen Gewürz-Food Haul und zwar habe ich bestellt bei meinem Hauslieferanten Bremer Gewürzhandel und die stehen ja für Qualität und ich zeige hier einmal Qualität und deswegen zeige ich heute mal, was ich da bekommen habe und ja, schaut einfach mal zu, wenn ihr Lust habt. Zuallererst habe ich hier einen Liebesbrief, da zeige ich euch nicht, was drin steht, aber ist halt für mich. Und ja, dann haben wir hier einmal das Rezepte, beziehungsweise nicht das Genussbooklet. Da stehen alle Gewürze und alle Neuigkeiten drin. Liegt immer bei jedem Paket dabei. Und hier einmal von meinem Hauslieferanten die Adresse. Ich brauchte unbedingt mal wieder den Pfeffer. Ich habe inzwischen in letzter Zeit ziemlich viele andere Pfeffersorten aufgebaut, weil ich habe ja mal irgendwann ein Video gemacht zu den Pfeffersorten verschiedenen und da habe ich ja ganz viele verschiedene Pfeffersorten mal euch gezeigt und da hatte ich noch ziemlich viel über weißen, grünen, roten und so weiter und jetzt habe ich schwarzen verbraucht gehabt, habe ich den Rest gemischt und jetzt brauche ich einfach dann mal wieder schwarzen Pfeffer und deswegen habe ich diesen hier. Dann habe ich Zimt und zwar vernünftigen Ceylon-Zimt und diesmal gemahlen, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, ich bin echt zu faul, die ganzen Zimtstangen, und zwar habe ich hier noch welche, zu reiben. Ja, deswegen, die nehme ich lieber so zum Aromatisieren, wenn ich irgendwie mal was koche, dann gebe ich die ganz da rein. Aber zum Beispiel, wenn ich Milchreis mache, und ich liebe Milchreis, na, mit Zimtzucker oder mit Zimt ein bisschen oben drüber, der hier ist perfekt. Weil sich einfach normaler Stangenzimt so schlecht reiben lässt, ihr habt ja immer noch gegebenenfalls größere Stücke drin. Dann habe ich hier eine Ananasscheibe getrocknet und zwar als Probierpaket, weil die haben ja nicht nur Gewürze, sondern auch Trockenfrüchte. Kann ich euch auch die Medjool-Datteln mal empfehlen. Richtig, richtig lecker. Jo, dann machen wir weiter. Brauchte ich unbedingt Rosmarin, weil mein Rosmarin hier ist Ebbe und außerdem brauchte ich ein Etikett. Und ihr seht einfach mal hier schon diese grüne Farbe. Das ist echt wesentlich, wesentlich besser und hochwertiger, als wenn ihr den jetzt von den zwei oder dem einen Marktführer kauft, in diesen Döschen, diese weißen, die finde ich eh echt nicht gut. So, Muskatnuss, immer ganz holen, frisch reiben, bestes Aroma und ja, Muskatnuss ist halt Muskatnuss. Piment. Piment brauche ich eigentlich nicht so häufig. Den letzten Piment, den ich hatte, den habe ich verbraucht für meinen Pimento Drum auf meinem Cocktailkanal. Da habe ich einen Pimentlikör gemacht. Nicht zum Sodtrinken, sondern zum Aromatisieren von Cocktails, weil Pimentlikör wurde früher ziemlich häufig genommen zum, zum Cocktail aromatisieren. Und es ist halt ein klassisches Rezept gewesen. Deswegen habe ich es auch mal fürs ganzheitliche Cocktail machen euch einen Pimentlikör gemacht. Thymian, und ihr seht auch hier schon wieder, was für eine Farbe dieser Thymian hat. Also das ist einfach mal gigantisch von dieser schönen leuchtend grünen Farbe. Er ist nicht braun, grau oder sonst irgendwas. Thymian, wirklich, wirklich toll. Und wenn ihr mal dran riecht, dann habe ich das mal bestellt. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Guckt euch mal diese leuchtend grüne Farbe von Fenchelsamen an. Also wirklich, 1A Qualität. Dann Plastik. Und dann gibt es hier noch, die haben auch Honig und ich stehe auf Honig, also richtig. Dann am besten entweder pur oder Honig auf Erdnussbutter. Und ich habe mir jetzt hier mal Brombeerhonig bestellt. Und ich bestelle nur bei denen Honig und ich habe schon echt viele Sachen durch. Eichenwaldhonig, so richtig schwarzen Honig. Oder ich habe dann letztens Dattelhonig gehabt und dann hatten wir noch Buchweizenhonig, der so nach Karamell schmeckt. Also richtig, richtig lecker und hier auch so eine schöne cremige Farbe und ja, können wir mal aufmachen. So. Ich dachte, der wäre noch ein Ticken fester, aber der ist recht cremig und ist einfach unglaublich lecker und aromatisch. Also wenn ihr mal nicht den 0815 Langnase Honig haben wollt, dann holt ihr euch einfach mal hier welchen und gebt euch mal einen Euro oder zwei mehr aus. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, und zum Schluss habe ich mir noch Senf bestellt.
ist wahrscheinlich aus einer regionalen Senfmühle, kenne ich persönlich nicht, weil die kommen ja aus Bremen, Bremer Gewürzhandel. Ich wohne ja hier in NRW am Niederrhein. Ja, und das ist hier ein Honigsenf. Eher süßlich vom Geschmack her. Und 105 Maßmeter ist drin. Hier genaue Mengenangaben und so weiter, alles, was ihr möchtet. Und ihr seht hier auch nichts an Schrott drin, Wasser, Honig, Senf. Und dann habt ihr hier den Branntweinessig und Meersalz. Also wirklich ganze 5 Zutaten und das macht echt hochwertigen Senf aus. Und ja, ich denke mal, das ist richtig lecker. Probiere ich zum ersten Mal. Kann ich euch mal Feedback schreiben, auf Facebook zum Beispiel. Ja, und das war's schon zu meinem Food Haul. Zu meinem Gewürzhaul. So, und das war's dann. Ihr habt gesehen, das war mein kleiner Gewürz-Food-Haul. Und wenn ihr den Bremer Gewürzhandel kennt, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet, ob ihr schon mal da bei dem Lagerverkauf wart. Vielleicht kommt er ja aus Bremen. Ansonsten schaut mal im Shop vorbei. Wir haben richtig gute Gewürze, deswegen kaufe ich auch immer da, bestelle mir immer da. Beziehungsweise ich kriege sie ja gesponsert von denen, weil wir schon über 4 Jahre zusammenarbeiten hier auf YouTube. Ja, und dann denke ich mal, das war's dann. Und schaut auf jeden Fall vorbei und dann bin ich raus und sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder.